Macht und Kontrolle, das sind die dominanten Faktoren in einer Beziehung mit einem Narzissten. Der Narzisst, die Narzisstin steht ganz oben auf der Ego-Leiter. Der Partner darf sie halten und muss von unten zusehen. Zusehen, wie der Narzisst Stufe um Stufe erklimmt. In diesem Video geht es um Schuld und du wirst gleich sehen, dass Schuld eine Sache ist, die der Narzisst nutzt, nämlich indem er dich Schuld fühlen lässt an allem, was in der Partnerschaft passiert, um dich klein zu halten. Aber da kommen wir gleich dazu. In einer Beziehung, die auf Fairness und Miteinander beruht, ist das kein Problem, wenn einer die Leiter hält und der andere hochklettert, wenn beide die Früchte ihrer gemeinsamen Arbeit ernten und teilen. Leider ist dies bei einem Narzissten nicht der Fall. Du musst ihm dessen Ego leider nicht nur halten, sondern ihm auch noch beim Emporsteigen helfen. Und wie? Indem du ihn als Nonplusultra, als seine hoheitliche Narzisstheit ansiehst und bewunderst. Und mit jeder Bewunderung und Anbetung noch schlimmer, mit jeder Erniedrigung dir gegenüber wächst sein Ego. Sein Selbstwert reguliert er unter anderem durch deine Abwertung. Das muss man sich mal vorstellen, in einer Partnerschaft arbeitet er nicht mit dir, er arbeitet gegen dich. Bitte lasse dir diesen Satz durch den Kopf gehen, falls du immer noch zögerst, die Beziehung zu beenden. Lasse seine Ego-Leiter los und diesen Clown auf den Boden der Tatsachen fallen. Ohne Netz und ohne doppelten Boden. Denk immer dran, er braucht dich als Zufuhrquelle mehr, als du ihn je brauchen könntest. Die Erniedrigung des Partners wäre ja alleine schon schlimm genug für eine gesunde Partnerschaft. Aber da ein Narzisst, eine Narzisstin über keine Empathie verfügt und sich nicht in die Gefühlswelt anderer hineinversetzen kann, merkt er bei all seinen Gemeinheiten dir und anderen gegenüber noch nicht mal, wie sehr er dich verletzt. Er hat ein Bedürfnis und das muss sofort befriedigt werden. Ganz so wie ein kleines Kind. Ein Narzisst ist ein kleines Kind im Körper eines Erwachsenen. Doch anstatt zu schreien, wenn er was will, manipuliert er. Okay, schreien kommt auch schon mal gerne vor. Er zwingt anderen seinen Willen auf, indem er lügt, betrügt, erniedrigt und einschüchtert. Und so machst du aus Angst ihm alles recht. Er dankt es dir aber nicht. Er empfindet es als das Minimum, was du für seine narzisstische Clownhoheit tun kannst. Er erkennt deinen Schmerz dabei nicht und er wäre ihm auch egal. Ein Narzisst braucht etwas und das holt er sich. Und wenn du nicht spürst, sucht er sich neue Zufuhrquellen, die ihn noch nicht kennen und die er deshalb leicht ausbeuten kann. Natürlich hat er auch Backup-Kontakte, auf die er zugreifen kann, auf seinem Handy. Zurück zur Sache mit der Schuld. Er betreibt Schuldumkehr als Manipulations- und Druckmittel. Tut dir auch dabei wieder weh, aber ihm egal. Hauptsache, er bekommt seine narzisstische Zufuhr. Natürlich bist du auch selbst schuld, wenn du weinst, denn du hast ja einen Fehler gemacht und den Narzissten kritisiert. Da musst du dich nicht wundern, wenn dieser persönlichkeitsgestörte Mensch zumindest verbal auf dich eintrischt. Du hast es eben nicht besser verdient, denkt er. Ich habe gern gehört, sei nicht immer so bockig, wurde mir von meiner Ex-Narzisstin vorgehalten, wenn ich etwas in Zweifel zog, was sie sagte und nicht sofort nach ihrer Pfeife tanzte. Und wenn dann das passiert, dass ich kritisiere oder mal Nein sage, dann erfolgte die Bestrafung auf dem Fuße. Schweigebestrafung oder Erniedrigung durch harsche Worte.
Bockigkeit und Widerworte wie Kritik kann der Narzisst auf den Tod nicht leiden. Genauso wenig wie seinem Verhalten auf jegliche Art Grenzen zu setzen. So etwas wird umgehend bestraft. Sie versuchen erst gar nicht, Kompromisse einzugehen. Sie entschuldigen sich auch nie für ihr Fehlverhalten. Oder hast du das schon erlebt? Da sie keine Liebe empfinden, versuchen sie, dein Handeln nicht im Sinne einer gedeihlichen Partnerschaft zu verstehen, sondern die Antwort eines Narzissten auf ein Nein oder Kritik sind Psychospielchen mit dir. Immer wieder drehen sie den Spieß um und geben dir die Alleinschuld an Missständen in der Beziehung. Selbst bei urplötzlichem Diskat sagen sie, und so kenne ich es auch, alles deine Schuld. Nicht den Funken von Selbstreflexion bringen sie auf. Logisch. Diese Selbstreflexion würde an ihrem Fake-Selbstwert in ihrer Einhorn-Wunderwelt kratzen. So lasten Schuld- und Angstgefühle auf dir und du traust dich letztlich gar nichts mehr zu sagen. Jedenfalls nichts Kritisches. Am Ende glaubst du sogar wirklich, du seist an allem schuld. Ja, es muss an dir liegen, wenn dein Narzisst austickt. Nach außen ist er ja auch so nett. Nur wenn die Haustür zufällt, dann wird er zum Monster bei dir. Und ja, es muss also an mir liegen, denkst du. Und du verkneifst dir aufgrund der Schuldgefühle den Mund und sagst nur noch Dinge, die ihm gefallen. Und wenn du jetzt denkst, gut, ich tue was meine narzisstische Clownhaftigkeit wünscht, und so bleibt er wenigstens bei mir, und da muss ich dich enttäuschen. Zwar gerät er dann durch deine Kritik nicht mehr in die narzisstische Wut, wohl aber wirst du ihm mit der Zeit langweilig. Der Kick ist weg. Die Reibereien fehlen ihm, besonders fehlt ihm dann dein Verhalten, wenn du brav gekuscht hast. Denn dann ist ihm egomäßig eine abgegangen. Er hat dich erniedrigt und sich dadurch erhöht. Grausam, aber wahr. Schuld, Schuld, Schuld. Komme da raus, wehre dich, zeig deinem Narzissten endlich, wo dessen Grenzen sind. Frage ihn, wann hast du dich eigentlich einmal für irgendetwas entschuldigt? Und glaubst du etwa, du hättest immer recht? Ich habe das getan und Schweigen war natürlich die Antwort und danach wieder Silent Treatment, Schweigebestrafung. Wenn sowas kommt übrigens, empfehle ich dir, genauso zurückzuspiegeln. Schlage sie mit ihren eigenen Waffen, melde dich dann einfach nicht mehr. Bei mir kam dann zurück, als ich das gemacht habe, ja, kommunizieren wir jetzt gar nicht mehr oder wie? Dabei, das ist ja der Witz an sich, dabei ging diese Sache ja nicht von mir aus. Ich habe einfach gespiegelt und nach ihren Regeln gespielt. Probier das mal. Mache seiner narzisstischen Unverfehltheit klar, dass ab sofort ein anderer Wind weht. Denn im Grunde sind Narzissten Feiglinge. Sie sind bereits voller Scham und Schuld und das wissen sie. Deshalb leben sie ja in ihrer Welt der Illusion. Deshalb wollen sie auch niemals Verantwortung für ihr Tun tragen. Wenn du hinter die markigen Sprüche schaust, die sie klopfen, dann steckt oft nicht viel dahinter. Aufgebauscht, aufgebläht und arrogant. So treten sie oft auf und damit versuchen sie ihre Mitmenschen einzuschüchtern. Und wenn das nicht reicht, dann nutzen sie psychologische Tricks. Bockig sind eigentlich nur sie. Verständlich sind sie doch, wie gesagt, kleine Kinder im Erwachsenenkörper. Vielleicht solltest du deinen Narzissten genauso behandeln. Denn auch einem Kind muss man hin und wieder Grenzen setzen. Vor allen Dingen, lass dir nicht mehr für alles die Schuld zuschieben. Denn wenn ein Mensch das immer wieder tut, dann gibt er die Eigenverantwortung ab. Und das hatten wir ja gerade. Wenn du die Kraft
dazu hast und ständige Konflikte nicht scheust, dann bleibe beim Narzissten. Deinem Rest Selbstwert, den du dann noch hast, den kannst du dann leider auf Wiedersehen sagen. Besser wäre es allerdings, auf diese Nervenkriege zu verzichten und zu gehen. Wenn du das alleine nicht schaffst, dann melde dich gerne bei mir über mein Profil zum Beratungsgespräch. Ich wünsche dir, egal was du tust, auf all deinen Wegen viel Kraft.